Hi meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich hoffe ihr habt Lust auf ein Warmer Unboxing. Und zwar habe ich mir den Duft des Monats und den Warmer des Monats für Mai 2023 bestellt, weil der Warmer einfach so wunderschön ist und auch der Duft klang schon ganz nach mir. Und ja, ich weiß, dass ihr immer Spaß habt an den Videos, deswegen dachte ich, ich filme euch einmal mein First Impression und ja, würde sagen, los geht's. Ich fange mal an mit dem Duft des Monats und zwar ist das der Aloha Orchid. Passt wunderbar zu meinen Nägeln übrigens. Genau, das ist dieser Duft. Ich lese euch mal vor, was Sensi sagt. Aloha Orchid. Kokosnusscreme und Ananaswasser mischen sich mit Plumeria-Blüten und lila Orchidee und machen Lust auf eine Reise zu den Inseln. Klingt alles super, bis auf Plumeria. Ich bin ein bisschen schwierig mit Plumeria. Plumeria ist so eine florale Note, die mir gerne Kopfschmerzen macht. Ich rieche sie raus. Der erinnert mich sehr vom Ding her an den, wie hieß denn der? Peach Nectar. Es war auch ein Duft des Monats. Der hier ist witzigerweise sehr ähnlich. Ihr habt, also das Kokosnusswasser rieche ich null oder die Kokosnusscreme. Ananas rieche ich auf jeden Fall und die Plumeria-Blüte, die Orchidee nehme ich so nicht wahr. Es ist aber Gott sei Dank eine Plumeria, die eher fruchtig als ja, künstlich ist und die Ananas, diese sehr saftig, süße, fruchtige Ananas, die macht das Ganze sehr rund. Es ist für mich ein fruchtig süßer Duft, eher fruchtig als floral. Und wie gesagt, das Kokoswasser rieche ich null oder die Kokoscreme, Entschuldigung. Vielleicht, wenn es warm ist, kriegt er so ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen, so etwas cremiges. Aber jetzt so kühl erstmal. Erinnert er mich sehr an hieß er Peach Nectar? Ich schreibe es euch mal unten in die, ins Bild, wie das, der Duft hieß, an den er mich erinnert. Er ist lecker, ist ein sehr sonniger, ein sehr sommerlicher, fruchtiger Duft. Hat jetzt so geschnüffelt, so eine Medium-Intensität. Ich bin gespannt, wie der rauskommt, wenn der warm ist, ob da mehr von dieser Kokosnusscreme rauskommt. Er gefällt mir sehr gut. Es ist jetzt aber auch nichts super Neues, sondern es ist was, was wir schon öfter so hatten. Sorry, mein Nachbar kommt jetzt gerade auf die Idee, Rasen zu mähen. Und dann kommen wir einmal zum Warmer des Monats. Und zwar ist das der Ocean Ombre. Ach, super schön. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meine vorherigen Warmer-Unboxings geschaut habe, dass unser Schlafzimmer blau-weiß ist und von daher wird das Teil definitiv ins Schlafzimmer kommen. Er kostet 70,20 € statt 78 € diesen Monat. Es ist ein Glaswarmer, wie ihr gleich sehen werdet, und er hat 20 Watt, was ich sehr ungewöhnlich finde. Ich persönlich bin immer nicht so ein Fan von den 20 Watt Lampen. Also sie sind teilweise in Ordnung. Ich muss aber einfach wirklich sagen, dass die 25 Watt Lampen einfach wirklich besser performen. Ich finde sogar, dass die 25 Watt Lampen besser performen als die 40 Watt Edison Lampen. Also ich bin totaler Verfechter von 25 Watt. Von mir aus könnte Sensi nur 25 Watt machen. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und deswegen, es lieben wahrscheinlich auch einige von euch die 20 Watt Warmer. Dieses hier ist wie immer, sind die Sprüche des Tages, irgendwelche lebensbejahenden Informationen. Dann haben wir hier die Infos zum Warmer und dann haben wir hier gleich das Schälchen. Dabei handelt es sich um ein, ich sag mal, ganz normales, klares Glasschälchen, Standardgröße. Ihr habt hier bei den Warmern immer eine Zahl stehen. Hier steht die Zahl 4 drin. Das heißt, dass ihr bitte niemals mehr als 4 Wachswürfel nehmt. Wenn ihr mich fragt, reichen immer 2. Ich nehme immer 1 bis 2, je nachdem, ob es ein Duft ist, wo ich weiß, den wechsle ich sowieso relativ schnell aus. Es gibt Sonnendüfte, es gibt Düfte, die so Eintagsfliegen sind. Und da baller ich dann keine 2 rein, sondern da packe ich da nur 1 rein und freue mich, wenn ich es nächsten Tag wieder tauschen kann. Ja, also ich finde, da muss man so ein bisschen gucken.
Und was ich mega, mega gut finde, ist, dass... Oh, der ist auch kleiner, als ich dachte. Okay, jetzt machen die 20 Watt schon Sinn. Und das meine ich nicht wertend, aber das ist so ein ganz kleiner, süßer Warmer. Schätzelein. Was ich cool finde, ist, dass Sensi jetzt da auf den Trichter gekommen ist, dass wir das an der Strippe haben wollen. Ja? Dass wir nicht immer die Lampe hochnehmen wollen und hier Knickknack machen wollen, sondern dass wir einfach, wie bei jeder dummdüsseligen Lampe, was an der Strippe haben wollen. Und ja, es macht Sinn, dass es ein 20 Watt Warmer ist, weil der sehr schön zierlich ist. Er ist definitiv kleiner als die 25 Watt Warmer. Er ist von der Größe so wie der... Wie hieß der denn? Auch das. Ich schreibe es euch ins Bild. Irgendwas mit Glissen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War letztes Jahr im Sommerkatalog ein neuer Warmer. Genau, wunderschöne blauer Ombre-Look. Ich bin heute auch so ein bisschen verplant. Kennt ihr das, Leute? Es ist heute so ein Tag. Erwartet hier heute keine hochintelligenten Handlung von mir. So, was ich sagen muss, was ich sehr schön finde, ist, dass das Glas blickdicht ist. Es ist also zu erwarten, dass es nur einen wirklichen Glow hat und kein richtiges Licht gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es ist von innen weiß gemalt und von außen habt ihr so einen schimmernden, fast wie eine Perle, Farbverlauf. Ganz, ganz, ganz toll. So sieht das Ganze ohne Licht aus. Ich will ja auch hier unten drücken, ne? Ist noch nicht so bei mir angekommen. Ja, und das, was ihr seht, ist auch das, was ihr kriegt. Also es ist wirklich ein richtig schöner Glow. Ich glaube, die passt super ins Schlafzimmer, weil sie nicht so grell ist. Und ja, ich finde die wunderschön. Was sagt ihr dazu? Ich finde, es ist so eine perfekte Lampe für ein Bad, für ein so maritimes Bad oder eben wie bei uns für so ein entspanntes Chill-Out-Schlafzimmer. Oder auch so maritim eingerichtete Schlafzimmer, je nachdem, was so der Stil ist. Ja, also ich finde die super, super schön. Ganz, ganz schön, ganz, ganz toller Farbverlauf. Mir gefällt sie richtig gut. Schreibt mir mal, wie ihr die Lampe und den Duft findet. Wenn ihr den Duft überhaupt gerochen habt, schreibt mir super gerne, wenn ihr Fragen habt zu Sensi, wenn ihr Fragen zu bestimmten Düften habt, wenn ihr gegebenenfalls von einem gewissen Duft die Probe haben möchtet, wenn ich den hier habe, sagt mir da super gerne Bescheid. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.